Jetzt geht es um den kleinen Karl Friedrich, der später einer der größten Mathematiker der Welt werden sollte. Doch schon mit 6 Jahren kannte er das Kommutativgesetz. Von seinem Grundschullehrer erhielt er die Aufgabe, die Zahlen zwischen 1 und 100 zusammenzuzählen, also 1 plus 2 plus 3 plus ... plus 99 plus 100 zu rechnen. Schlau wie er war, bildet er Paare, nämlich 1 plus 100 gleich 101, dann 2 plus 99 gleich 101, dann 3 plus 98 gleich 101 und so weiter bis 50 plus 51 gleich 101. So bekam er 50 Paare, die jeweils 101 ergaben, also insgesamt 5050.